Spina Longa ist eine kleine Insel im Nordosten Kretas. Im 16. Jahrhundert errichteten die Venezianer hier eine mächtige Festung. Im 18. Jahrhundert übernahmen die Osmanen die Festungsinsel. Berühmt-berüchtigt war Spina Longa als Leprastation. Ab 1904 wurden Leprakranke hier zwangsuntergebracht. In den 40ern des letzten Jahrhunderts lebten hier etwa 300 Patienten unter sehr schwierigen Bedingungen. Ab den 50ern ermöglichten neue Medikamente erhöhte Heilungsraten. Um 1960 verließ der letzte Kranke die Insel. Heute ist Spina Longa eine Touristenattraktion.